Hallo Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Dibbelgucker TV. Heute freue ich mich ganz besonders, einen Skaterboy, einen Rockstar, einen... Guten Tag! Wir sind hier bei Dibbelgucker TV und wir machen Männeressen. Mit James Boyle. Hi. Sehr cool. James, ich freue mich absolut, dass du hier bist. Ganz wichtig, wir kochen ja hier immer das Lieblingsgericht des Gastes, da der James gesagt hat, ich lasse dir freie Hand, beziehungsweise wenn ich koche, gibt es ein Fiasko. Habe ich mal so typisch deutsch gedacht und denke mir, bei einem Amerikaner gibt es heute Burger. Also wir machen heute einfach einen leckeren, ganz schlichten Burger. Und du erzählst so ein bisschen aus deinem Leben. Der James ist hier im Saarland und über die Grenzen hinaus nicht nur als toller Musiker bekannt, sondern auch als Piercer und als Kunstfigur und als Skaterboy. Und ja, James, schön, dass du da bist. Ja, und dass das alles nicht zu langweilig wird, kochen wir auch ein bisschen. Genau. Cool. Also, ich würde sagen, jeder schnappt sich ein Brettchen. Möchtest du lieber Tomaten oder Zwiebeln schneiden? Dann lieber Zwiebeln. Okay, aber gut. Also. So. Wir machen heute eine Variante des amerikanischen Cheeseburgers mit einem kleinen saarländischen Schmankerl drauf. Wir machen noch einen Reibekuchen drauf. Da wir aus der letzten Folge gelernt haben, ich nehme dir einfach ein paar Sachen, gebe ich dir rüber. So. Zwiebel, extra große für große Jungs. Und da wir aus der letzten Folge mit Captain Maggi gelernt haben, sind die Krummbeere schon geschält. Also, ich mache ein paar Kartoffeln, du machst die Zwiebel und wir fangen an, würde ich sagen, wie man eventuell hört, bist du nicht unbedingt ein Ursaarländer. Ja, aber ich sage immer, ich bin der bessere Saarländer, ich bin freiwillig hier. Oh, das ist... Na gut, also, die anderen sind ja noch hier geboren. Wir hätten ja auch die Möglichkeit, in die Pfalz auszuwandern oder so. Und von daher gibt es bestimmt viele, die sich freuen, Saarländer zu sein. Aber warum bist du denn überhaupt hier? Ich war ursprünglich in den 80er Jahren hier stationiert, noch zur Kalter Kriegszeit. Allerdings in der Pfalz, in Zweibrücken. Okay, in Zweibrücken. Und das, ja? War ganz viel in Saarland unterwegs, Homburg, ganz viel Homburger Jutz damals. War ja auch kleiner Punkrocker, trotz Militär. Und immer wieder Ausflüge nach Saarbrücken, damals Wellblech und Heaven. Da gab es noch einige Clubs, wo die Leute heute gar nicht mehr wissen, was da abgegangen ist. Da war noch alles ein bisschen anders. Aber wie alt warst du denn damals? Ich kam rüber mit 18. Mit 18, okay. Ja. Also völlig im Saft noch gestanden. Und Clubs aber nur als Gast bereist oder damals schon Musik gemacht? Ich habe tatsächlich meine erste Punkband in Deutschland gehabt. Anfang 87, internationale Power-Trio. Also ich... Ein Engländer und ein Becksbacher. Oh, einwandfrei. Das ist eine perfekte Mischung. Und das war richtig oldschool Punkrock. Ja. Und wie lange warst du dann im Militär? Ich war fertig Mitte 90. Mhm. Und bin so 4 Monate später nochmal nach Deutschland gekommen, weil ich dachte, ey, ich bin ja noch jung. Ein bisschen Europa abchecken. Ja. Und musste dann feststellen, mit die 600 Mark, die ich mitgebracht habe, dass ich nicht besonders viel reisen konnte. Ja. Dann fing der zweite Golfkrieg an. Und ich hatte tatsächlich Reaktivierungsbefehle bekommen. Okay. Aber das war ja Zeiten, wo es kein Internet und Kram gab. Und meine Mutter hat weder eine Adresse noch eine Telefonnummer von mir und konnte mich nicht erreichen. Hat Bescheid gesagt und dann war ich nicht fahnenflüchtig. Ah, okay. Also hat die Zeit auch was Gutes an sich, wo es noch kein Internet gab. Genau. Ja, unerreichbar sein. Unerreichbar sein, ganz genau. Dann bist, wie du ausgeschieden bist, hattest du aber die Wahl, ob du hier bleibst oder nochmal in die ursprüngliche Heimat zurückkehren darfst? Ja, theoretisch schon, aber das war ursprünglich nicht unbedingt mein Plan. Ja. Das erst als ich nach fast 4 Jahren in Deutschland war und nochmal in den Staaten ein paar Monate, habe ich gedacht, oh, nee,
komm, wir gehen mal wieder ein bisschen nach Europa. Weil Deutschland hat mir schon sehr gut gefallen. Aber als ich beim Militär fertig war, kam ich nicht im ersten Moment auf den Gedanken, halt hier zu bleiben oder hier für immer zu bleiben. Ja. Und was macht man dann so, wenn man aus dem Militär ausscheidet und dann plötzlich in Deutschland sitzt, ohne Base und ohne alles? Man raucht keine Mentholzigaretten mehr. Definitiv. Was habe ich gemacht? Also ich habe tatsächlich versucht, zuerst Arbeit zu finden auf der Base. Ja. Aber die ganzen Jobs für Nicht-Militär sind eigentlich gedacht für die Angehörigen. Ah, okay. Und das heißt, die waren sehr schlecht bezahlt mit wenig Stunde. Okay. Und in dem Moment, wo ich irgendwann eine deutsche Aufenthaltsgenehmigung hatte, dürfte ich nicht mehr. Dann müsste ich tatsächlich als Deutscher eingestellt werden. Okay, und das gab dann ja auch nicht so viele, die als Deutsche dort gearbeitet haben. Nee, und dann habe ich tatsächlich angefangen, für 10 Mark die Stunde, 10 Stunden am Tag in einem Metallbau zu arbeiten. Oh, also richtige Handwerksarbeit. Genau, und nebenbei dann auch noch mit 2 Bands angefangen und gleichzeitig mit Kumpel Tattoo und Piercing Studio aufgebaut. Also bei Metall bist du quasi geblieben, nur die zu bearbeitenden Teile wurden etwas kleiner. Ja, andersrum sage ich auch immer, meine 2 Hauptberufe sind eng miteinander verwandt. Also Soldat und Piercer, in beide Fälle soll ich Löcher in die Leute machen. Stimmt. Wie klein willst du deine Zwiebel haben? Dass wir die nachher auf den Burger legen. Also ja, dann hätte ich können eigentlich ganze Scheibe lassen. Ja, stimmt. Aber das ist nicht schlimm. Kriegen wir so auch hin. Okay. Ist gut. Aber du kannst mir einfach noch so 3 von so Scheiben noch ganz klein schneiden. Ganz klein. So, also Piercing-Studio aufgemacht, das war dann, das war schon ein bisschen länger her. Dann. Das war 1991. Da war das ja noch nicht so normal, sage ich mal, dass sich jeder hat piercen lassen oder tätowieren lassen. Erzähl mal ein bisschen aus der Zeit. Es gab auf jeden Fall einen Markt dafür oder genug Leute, die das wollten, nur sie wussten nicht, wohin. Aha. Weil es gab ja weit und breit nichts. Okay. Deswegen hatten wir auch ganz viel Zulauf aus dem pfälzischen Umland, teilweise auch Saarland, Saar-Pfalz-Kreis. Und wir waren damals auch auf alle Tattoo-Ausstellungen, die es in Europa gab. Nur damals waren das ja nur 8. Okay, für ganz Europa? Jo. Oh, krass, ja. Ja, wenn man guckt, was da heute abgeht, das ist schon heavy. Aber du bist ja immer dabei geblieben, ne? Also wer heute noch sagt, ich hätte gern noch mehr Löcher als normal in meinem Körper, der kann sich vertrauensvoll an dich wenden. Ja, ich hoff's. Also ich mach's auf jeden Fall sehr lange. Es gibt natürlich auch andere Jungs und Mädels, die das lange tun und bestimmt auch gut sind. Ich bin ja einfach froh, dass ich hingekriegt habe, nach so langer Zeit immer noch einen guten Ruf zu haben. Absolut, dein Ruf eilt dir voraus. Ich habe ja auch hier mein einziges durchlöchertes Teil hier aus einem gewissen Laden, in dem du zugange bist. Aber es ist auch schon 100 Jahre her, also von daher. Es gibt ja, witzigerweise in besagte Lade war ich auch 93. Okay. Aber ich hatte dann eine Pause gemacht, wo ich nur Musik gemacht habe. Ah. Das heißt, bei dir kommt Musik an erster Stelle? Ja, wenn es möglich ist. Also da war ich schon sehr arm und sehr dünn. Okay. Ich war tatsächlich so die Bestzeit von meinem Band damals, habe ich nur so Gelegenheitsjobs angenommen, dass ich immer bereit war, irgendwo zu spielen, wenn eine Anfrage kam. Okay. Und habe tatsächlich so von ungefähr 300 Mark im Monat gelebt. Und daraus müsste ich auch Miete zahlen. Das ist schon stramm. Das ist schon stramm. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und man will es ja nicht glauben, aber ich wog zwischendurch 66 Kilo. Ich hatte nur zu essen, wenn wir auf Tour waren. Nur, was es Backstage gab dann.
Ja, und Hotelbuffets. Und, ah, ja, okay. Und alles, was es klein gab, gab am Hotelbuffet, kam in die Jackentasche für später. Also ein wahres Rockstar-Leben, ne? Ja, so. Die sagen immer, Künstler müssen hungern oder Künstler müssen leiden. Habe ich schon hinter mir. Ja. So, und heute ja so berühmt, dass hier sogar, ich habe es ja ganz oft gelesen, hier als Vorgruppe von ZZ Top und AC/DC, immer am 1. April waren die Konzerte. Zumindest war die Ankündigung definitiv. Das war super. Aber damit ihr auch mal seht, was der James so macht an Musik, kann man vielleicht kurz einmal einen kleinen Einspieler machen. Und ja, da seht ihr, was der junge Mann so macht. I got a girl like a junkyard dog. Gleaming eyes and a temper the size of Tennessee, Arkansas. Said the poison you got sure ain't the poison I need. And if you think I'm out for blood, let me tell you, you're gonna be the one to bleed. So, James, wenn wir das so sehen, wo war das denn? Ich glaube, ich erkenne das Schloss, aber es ist hell, das heißt... Also das war tatsächlich ein Sonntag morgens 11 Uhr bei 3800 Leuten. Oh! Also danke alle 3800 fürs Frühaufstehen. Nee, wir waren schon ein bisschen stolz drauf. Wir waren meines Wissens nach die einzige saarländische Band, ja, die bei Matinee gespielt habe, also die Blues-Rock-Bereich. Und wenn ich den Chef Glauben schenke, haben wir auch Zuschauerrekord ziemlich geknackt. Sehr cool, sehr cool. Also die Matinee ist ja bekannt dafür, dass viele internationale, sehr gute Bands dort nur auftreten. Also, gut, ja, ab. Und wir. Und ihr, genau. Na gut, ihr seid ja auch international schon, ihr seid ja über die Grenzen vom Saarland hinaus. Das ist ja schon international dann, ja, sobald man... Also zurückgehend auf die Fragen nach wie ich hierher kam, ja, um gegen die Kommunisten zu kämpfen. Ja. Das war ja eigentlich ein bisschen Highlight. Damals dürfte ich nicht mal nach Berlin reisen. Okay. So mit Mauer und Grenz und US-Soldat. Und ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich dann zweimal in Russland spiele, auf einem Riesenfestival. Okay. Wann war das? Das war 2014 und 15. Und das war ziemlich cool. Das glaube ich dir. Wie haben die Russen das so aufgefasst, eure Musik? Ja, deswegen war es überhaupt 2 Jahre hintereinander, weil nach unserem ersten Auftritt dort haben Leute, also Fans und andere Händler, die auf diese Festival zugegen waren, direkt beim Veranstalter gefragt, ob wir noch mal kommen. Dann, okay, würden sie auch noch mal kommen. Ah. Und das war ja dann schon ziemlich toll. Und beim Festival war es einfach egal, wo du herkamst. Okay. Sehr am cool. Flughafen war es ein bisschen anders, aber zu der Zeit hatte ich nur amerikanische Passport. Ja. Oh, okay. Das, ja. Und allein Visum zu bekommen für Russland war nicht so einfach. Ja. Wir hatten hier im Saarland ein Reisebüro gefunden, die darauf spezialisiert war. Aber die, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwelche Zahlen nennen soll, aber mein Visum hat fast 4-mal so viel gekostet wie meine deutschen Kollegen. Für krass. 4 Tage mehrere 100 €. Wow. Das ist stramm, das ist stramm. Ja. Aber gut, klar, ne? Ich meine. Ja, aber das war ja nur der Anfang. Als Amerika. Da kamen wir im Flughafen an und erst gab es Passkontrolle. Ja. Die deutschen Pässe waren so, okay, und weiter. Mein Pass, da hast du schon so das Happer am Mundwinkel gesehen, so amerikanisch. Ich musste abends in eine abgesperrte Ecke, ja, während sie mit 3 Kollegen. Rotlicht und Lupe mein Pass auseinandernehmt. Nee. Aber wirklich 20 Minuten lang. Wow. Und irgendwann ohne Worte dürfte ich weiter. Die anderen müssten auf mich warten. Denk mal, okay, wir haben es hinter uns. Gepäckausgabe. Aha. An der Rondell. Von 237 Passagiere,
Ein Passagier hat das Gepäck gefehlt. Der Amerikaner. Aha. Und irgendwann wieder ohne Worte nach 20 Minuten kam so eine Frau mit meinem Trolley an und wir dürften ohne Worte weiter. Aber gut, wir haben sie jetzt hinter uns. Da war die Unterbuchs aber nicht mehr dort, wo sie vorher war, wahrscheinlich im Koffer. Ja, wahrscheinlich. Aber wir denken, gut, jetzt haben wir es hinter uns, gegen Richtung Ausgang. Wer wird vom Zoll rausgepickt? Ich. Okay. Haben Sie irgendwelche Bargeld, Schmuck bei sich? Ich sage, ja, ich habe diese zwei Silberringe, wo H und C für Honey Creek draufstehen. Und die machen meine Finger grün, wenn ich sie länger als eine halbe Stunde trage. Ja, okay. Und dann sind wir endlich mal raus. Dann war alles gut. Krass. Krass. Ja, schon einiges erlebt. Ja? Was dich aber auch überrascht hat, stell mal vor, du spielst in Russland und du trinkst keinen Alkohol. Meine erste Frage an unseren Betreuer war, wie bringe ich die Jungs bei, dass ich nicht mittrinke? Mhm. Und er hat gemeint, so, ja, als Ausländer wird das gerade so toleriert, aber am besten sagst du, du wärst ehemaliger Alkoholiker. Ah. Dann ist es okay. Okay. Ich habe das anders gehandhabt, ich habe immer andere Bandmitglieder dann für mich trinken lassen. War beinahe fatal, aber ging ja noch. Das darf nur nicht auffallen, ne? Ja. So, also Russland-Erfahrung hast du gemacht. Ich würde sagen, da du dich dann mit Russland und Messer auskennst, machen wir mit den Tomaten weiter einfach. ich gebe dir ein frisches Schneideunterlage. Eine frische, das da packe ich kurz zur Seite. Messer darfst du behalten. Wobei, ich glaube, die kleinen sind vielleicht besser. Vielleicht habe ich es gar nicht erwähnt, ich weiß es gar nicht. Weißt du, was das ist? Ich habe schon davon gehört. Ja, ne? Als saarländischer Einbürgerungstest, ne? Ja, auch wenn dein letzter Gast mich deswegen nicht leiden kann, ich habe noch nie wissentlich Maggi gegessen. Mach mal Mund auf. Ja, ein paar Spritzer, einfach nur, um die Form zu wahren hier. So. Nee, alles gut. Also, ich bin für alles offen. Ich bin ja aber einer, der sehr wenig Soße und Shishi so auf sein Essen macht. Ja, was isst du sonst so? Was esse ich sonst so oder was esse ich gern so? Was isst du Weil gerne ich, so? Ich esse alles. Okay. Ich muss ja ein Vorbild für mein Kind sein. Ach so, okay, ja. Also gibt es halt leckere Paprikasoße mit Paprika. Na, Paprika ist schon ein No-Go. Nee, aber sonst, was aber ich so esse, gerne? Ich esse freiwillig dann zu Hause Salat. Okay. Freiwillig? Ja, ja. Im Restaurant sage ich immer, lass mal den Beilagesalat so weg. Ja? Ich bin ja nicht zu Hause. Ach so, stimmt. Okay. Also, du hast gerade schon aber gesagt... Aber ich kann es ja nicht von meinem Kind verlangen, wenn ich es nicht selber mache. Das ist auch richtig. Das ist auch richtig, ja. So, als Familienpapa muss man halt schon mal so ein paar Abstriche machen, ne? Ja, ich bin oft trotzdem nicht unbedingt guter Vorbild, weil ich bin Raucher. Ja, aber ich sehe ja auch immer, du spielst ja auch viel mit deiner Tochter und machst viel Quatsch mit deiner Tochter. Das ist ja das Wichtigste. Das mit dem Rauchen kann man ja erklären. Und, ja, und noch meckert sie drüber. Ich hoffe, dass der Tag nie kommt, wo sie anfängt, meine Kippe zu klauen. Ja, du, meine Eltern haben früher auch geraucht und ich habe nie geraucht, also nie Zigaretten geraucht. Von daher... Also auch kein hier, ich meine jetzt kein Marihuana oder so, sondern ich bin ja genüsslicher Pfeifenraucher. Die Pfeife raucht die Pfeife, so haben wir alles drin. Aber das geht nie weg, also Kinder werden immer sagen, hör auf zu rauchen, weil die haben ja Angst um dich. Ne? Pfeife rauchen habe ich auch ein paar Jahre gemacht, war mir zu viel Arbeit. Zu viel Arbeit. So, pass auf, jetzt machen wir, du hast die Tomaten geschnitten, wunderbar. Die können wir nachher schön auf den Burger legen. Wir brauchen eine Schüssel. Wir brauchen eine Schüssel. Die Globus-Küche ist sehr groß und sehr toll. Da sind wir. Wir freuen uns, jedes Mal hier sein zu dürfen bei Globus. Vielen Dank, Globus. Ich kenne mich noch nicht so ganz aus. Ja, genau. Gib da rein. Okay. Da stellen wir kurz zur Seite. So. Dann machen wir eine Special Burgersoße. Die ein junger Mann, der, wie war das, sich nicht an die Vorgaben im Fernsehen hält, was man sagen darf und was nicht.
Tim Melzer, wir machen eine Burgersoße. Ich brauche nochmal eine Schüssel. Ich muss nochmal kurz gucken. Also noch muss ich nicht mit dir schimpfen. Ja, nee, ne? Das, im Moment ist es noch okay. Das kriegen wir so hin. So, wir nehmen einfach hier so einen tiefen Teller. So, ich gebe dir einfach den Teller, gebe dir eine Anleitung oder ich sag dir, was wir machen. So. Das sieht schon nach Secret Sauce aus. Das ist, da kommt noch was dazu. Also du kannst schon mal als hier drauf 100 Gramm. Ach komm, du machst das auch genau. Ja, also, einfach so. Ich muss ja was sagen, damit die Leute wissen, was man reinmacht. Also es sollen normalerweise 100 Gramm Mayo sein. Salatmayonnaise. Mach einfach mal rein. Das sieht gut aus. Das ist mehr, als man denkt, ne? So, das hört gar nicht auf. Ha, ha, ha? Ja, mach ruhig, ne? Das ist okay. 102. So, die kann weg. Du trinkst keinen Alkohol, aber es ist okay, wenn wir da einen kleinen Schuss Weinbrand reinmachen. Ja, mach. Für dich mache ich alles. Ah, oh, das ist gut. So, guck mal, gib mal noch 100 Gramm Tomatenketchup dazu. Der Tomatenmark aufgeschrieben, den Tomatenketchup, das ist richtig. Ich hoffe, es stimmt. So, im Moment, wie sieht es im Moment so? Wir hatten ja sowas, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, da durften Leute keine Konzerte geben und so. genau, wie sieht das bei dir aus? Wie hast du die Zeit überbrückt, nicht live Musik machen zu dürfen? Ich habe auf jeden Fall beim ersten Lockdown eine Reihe Wunschkonzerte gemacht. Aha. Und ich habe stimmt jeden Tag bei Facebook ein Musikvideo gemacht. Stimmt. Ich hab mal gut, mal weniger. Ja, nee, war doch super. Ist doch cool. Wie viel Privatkonzerte kamen da so zusammen? Ah ja, wie gesagt, ich habe jeden Tag halt komplett über den ganzen Zeitraum des Lockdowns. Nee, also richtige Konzerte hatte ich wenig. Also mit das ist über Facebook oder was war das? Oder wie hast du das gemacht? Ja, die habe ich bei Facebook gepostet. Okay. Meistens, weil irgendwelche Leute so die ein oder andere Lied sich gewünscht hat. Ja. Ich habe geguckt, ob ich es kann. Ja. Oder ob ich es hinkriege. Habe das aufgenommen und dann gepostet. Mit einem freiwilligen PayPal-Link, falls irgendjemand Trinkgeld geben will. Sehr gut. Wollte ich am Anfang gar nicht, weil ich fühlte mich ein bisschen schäbig dabei. Und dann hat eine Freundin von mir erklärt, so, James, ich gehe nicht arbeiten, ich verdiene mein Geld trotzdem weiter und habe keine Gelegenheit, es auszugeben. Gib mir bitte diese Gelegenheit. Super. Ah ja, du, man zahlt ja auch sonst dafür. Also wieso kann man da nicht mal ein Trinkgeld geben? Ich sehe das genauso. Und ein paar Solo-Konzerte kamen tatsächlich zustande. Ich habe für das Regionalverband vier Konzerte gegeben. Theoretisch also einfach gut bezahlte Straßenmusiker. Ja. Weil ich wurde bezahlt in ein paar verschiedene Gemeinden während dem Markt mit meiner Akustikgitarre mittendrin zu stehen und spielen. Sehr cool. Danke, Peter Gillow. Sehr gut. Und Claude Bretthaar. Da. Wo ist denn das rote Licht? Genau. Sehen das rote Licht. Und auch ein Solo-Konzert, der war bisher aber so einsam, in ein Kino, ganz alleine für das Arbeitskarma. Für das Arbeitskarma? Ja. Die hatten Geld. Ach, für die Arbeitskarma. Ich hab jetzt an Karma gedacht, nee. Für das Arbeitskarma. Sie hatten ein Drittel. Geld zur Verfügung gehabt für kulturelle Sachen. Ein Drittel. Ein Drittel was? Ein Drittel vom Löffel. So, ja, wunderbar. Sehr gut. Hatten wir es nett, dass ich nicht kochen kann? Aber das ist doch okay, hör mal. Dafür gebe ich dir immer sowas an Hand und dann. Ein Drittel. Genau. Sehr gut. Wir sind das in US-Maßen. Oh je, jetzt kommt's, ne? Ein Drittel. Wird das dann auch, wie wird das dort gemacht in... Nee, das wäre ja genauso. Ja, ne? Nur anders. Das wäre ein Drittel Teaspoon. Ah, ja. Weil ich bin immer so verwundert mit so Quarter Pounder und was weiß ich und so die andere Bezeichnung. Echt, mich irritiert es, wenn hier Pfund benutzt wird. Okay. Weil ein Pfund ist kein halb Kilo.
Nee, das ist stimmt. Irgendwie 4290 Gramm, irgend sowas. 400, 200, also ein weniger Pound, als ein Pound, halb, oder was? Jo, weniger okay. als halb Kilo. Ja. So, einer für mich und dann der Drittel für dich. So, jetzt was habe ich zwei daran gemacht. Jetzt kann ich kein Auto mehr fahren. Yeah. Oder steht da Flasche? Ah, nehmen wir eine Flasche, muss dran. Also du darfst, Flasche. Du darfst rühren. Also wir haben jetzt, ich schreibe es einfach auf und dann könnt ihr das nachmachen. Schatz, kannst du mich nachher abholen kommen? Salz und Pfeffer fehlt noch. Salz und Pfeffer. Oh, sieht schon gut, dass ich in die Hand genommen habe. So. So. Pfeffer-Symphonie. Ja, genau, das ist ein bisschen grob. Ja, Salz hast du? Magst ein bisschen feiner haben. Pfeffer, es gibt auch hier Pfeffer irgendwo in der Küche. In der tollen Globus-Küche gibt's alles. Man muss nur wissen, wo. Okay. Ja, aber das hier wäre schon ein bisschen. Wir nehmen doch das da, oder? Willst du ein bisschen kleiner machen noch? So ein bisschen, sagen wir, ein bisschen mörsern. Achso, da brauchen wir einen Mörser. Wir machen einfach so. Als wenn das so sein soll. Hörst du so? Du bist ja der Koch. Ich bin kein Koch, ich habe immer nur Hunger. Ne? Bloß, wieso lade ich mir Gäste ein, die nicht kochen können? Oh Mann, ey. Notiz. Sag bloß, Notiz. Captain Maggi kann nicht kochen. Ja doch, der muss kochen. Der hat ja, das war ja hier, das war ja der Dibbelabbes-Exzesse im Fitnessclub, war das ja hier. Du darfst schon rühren. Ich war schon 35, als ich das erste Mal Dibbelabbes gekriegt habe. Jetzt kommen wir bald so weit, dass du sagen musst, wie alt du bist. Deswegen, wenn du 35 warst, das war ja letztes Jahr quasi dann, ne? Genau. Ja. Meine Schwiegermama. Genau. So, da hinten steht mein Topf. Also, wenn irgendjemand richtig gute Dippelabbes essen will, Ingrid Welsch, Bliesgau. Kann man, ist das öffentlich zugänglich? Soll ich die Nummer geben? Genau, wir blenden die jetzt einfach hier unten ein, die Nummer. Es klingelt wirklich die Leute nachher bei dir. Und dann? Warte ab, du kriegst ja 1000 Klicks, nur weil ich ihr Name erwähnt habe. Ach so. Eine Bekanntheit. Nee, aber die wird schon ordentlich Werbung machen. Gut, das ist okay. Und es ist eine große Familie. Ja, du bist in eine große Familie hineingekommen, hineingeschlittert. Ja, ja, ich habe 4-5 Jahre gebraucht, nur um den ganzen Namen zu merken. Mach doch nichts, Henry. Ist doch okay. Namen merken ist nicht so einfach. So, jetzt kommen wir zu der Kategorie Backen. Das kann ich noch weniger. Ich wollte gerade sagen, das Einzige, was ich mache, sind Burgerbrötchen. So, eigentlich stimmt das nicht. Ich habe eine Phase gehabt, so gerne Cookies. Ja. Und ein paar geheime Familienrezepte. So für Kuchen. Geheime Familienrezepte? Yep. Für Kuchen? Und die eine Torte von meiner Mutter mache ich aber nicht mehr, weil mittlerweile ist der Hauptzutat so teuer geworden. Ich habe als Kind mich geweigert, es zu essen. Goldstaub. Nee, es sieht aus wie Käsekuchen, ja. Ist aber quietschegrün. Okay. Und es ist tatsächlich Zitrone, Pie, also ja. Tort. Aber der Hauptbestandteil ist Avocado. Ah, okay. Süßer die, Kuchen mit Avocado. Ja, und die sind so teuer geworden. Das stimmt. Was spricht dagegen? Gut schmecken, also die Leute gucken so. Mich immer an, wenn ich erzähle von unserer Kalifornien-Tradition, was Avocados angeht. Avocado halbieren, Kern raus, eine Hälfte für nachmittags, wo man schön Salz drauf macht, Frühstück, Zucker drauf und löffeln. Krass. Super. Super. Aber ich esse auch Kiwis mit der Haut dran. Okay. Ganz kurz in die Redaktion, wo ist mein Mehl? Frag mal einen Neuseeländer, wie die sie essen. Weil das Ding ist, wenn sie reif sind, kannst du an der Hose reiben und die Haare sind ab. Ah, nee. Und dann ist es wie Apfel essen. Okay, aber du isst mit Haare. Nee, ich reibe sie kurz an der Hose ab. Und wie gesagt, hast du diese leichte säuerliche vom Haut. Ja. Wie bei manchen Äpfeln auch. Ja. Und da hat das süße Frucht innen drin. Super. Darf nur nicht behandelt sein. So mit, Dafür weiß ich erst, seit ich in Deutschland bin, dass man auch die Haut von Datteln, nee, Datteln, Feige isst. Okay. Weil wir haben die Dinge immer links gedreht. Ah ja, nee, ich esse die mit. Das ist richtig. Weißt du, was im Moment total der Trend ist? Hört sich verrückt, dann ist aber so, Banane mit Schale essen. Ehrlich, total irre. Das machen Tiere nur, oder? Ja, nee, das ist, im Moment ist das total hip und keine Ahnung warum, ist bestimmt total gesund.
Ja, aber was sollte man dann auf die Treppe schmeißen? Richtig, ganz genau. So, aber du kommst ursprünglich aus? Ventura, California. Okay, so. Meine liebe Frau hat am Anfang gesagt, wieso ist der eigentlich hier, wenn der doch in Kalifornien surfen kann und die Sonne genießen kann. Und dann habe ich gesagt, bestimmt der Liebe wegen, da haben wir eben schon drüber gesprochen, wegen der Liebe zur Musik. Ja, hier kann man auch Sonne und Welle genießen, Losheim, ne? Genau, und die Welle, die Dauerwelle beim Friseur und so, genau. Nee, es war tatsächlich so, ich kam einfach so. Der Plan war, so ein Jahr hier zu bleiben. Ja. Und ich hatte auch tatsächlich noch meine Freundin hier. Aber es war schon fest geplant, dass ich irgendwann wieder gehe. Okay. Und die hat mir ja mehrmals den Antrag dann gemacht. Oh, also der Antrag? Ja, ja. Okay. Und hat mich dann beim dritte, vierte Mal so genau in den richtigen Moment erwischt, als wir auf Hochzeit waren. Okay, oh. So, und weißt du, mit meinem großen Romantiker-Softie-Herz, das hat allerdings nicht lang gehalten. Oh, okay. Aber ich hatte tatsächlich ein One-Way-Ticket für wieder nach Los Angeles. Und ein Freund von mir hat gefragt, ah ja, wir machen eine neue Band, willst du nicht singen? Bis dahin war ich manchmal Mitsänger, aber eher so Basser. Aber ich dachte so, ja, wieso nicht? Bin auf der Probe, hat viel Spaß gemacht. Und ich habe die Jungs gesagt, ey, euch hat's gefallen, mir hat's gefallen. Ich helfe euch gerne, bis ihr jemand Festes findet. Aber ich bin ja ein halbes Jahr bin ich weg. Okay. Und letztendlich hat's doch so viel Spaß gemacht, dass ich diese One-Way-Ticket gecancelt habe. Und fast auf den Tag, wo ich nach Hause geflogen wäre für immer, hat Sony uns hingeflogen zum Aufnehmen. Wow. Das heißt, Sony hat euch gesagt, Jungs, wir geben euch einen Vertrag und... Ja, und die haben uns dann nach San Francisco geschickt zum Aufnehmen. Ja. Wir hatten den Produzent von Melvins, von Clutch, der auch bei zwei von den Nirvana-Platte gearbeitet hat. Und es war schon eine schöne Erfahrung. Absolut. 120 Quadratmeter Wohnung über das Studio, Mitte in San Francisco. Aber du hast gesagt, nein, ich möchte lieber zurück ins Saarland. Das ist mir alles zu groß und genau. Zu viel. Und, ja, aber pst, das war pfälzische Band. Ach so, so, ja. Wo wir gerade bei Pfälzer sind, ich brauche von dir schöne Schnitte. 10 Teile, 10 gleiche Teile. Also einmal so und dann... Genau, so. Einfach nur... So, weil dann machen wir die Brötchen draus, die eigentlich sehr geil sind. Ich hoffe, wir haben genug Zeit heute. Mal gucken, wohin auf meine Uhr drauf. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Mach einfach mal. Wir machen dann so kleine Bällchen draus und dann fangen wir schon an mit dem Fleisch. Und wir machen zuerst die Kartoffelküchelchen. Das fällt mir der saarländische Name nicht mehr ein. Die Buletten. Die Krumbeer-Kieselscher. So, ja. Jetzt aber. Das andere ist ja Fleisch. Fleisch. Einfach nur Fleisch. So, und da wir kein großes Shishima mit dem Fleisch, wird Fleisch so angebraten, wie es ist. Einfach und danach etwas gewürzt mit Salz und Pfeffer. Und das reicht vollkommen aus für leckere Burger zu machen. Ich sag dir nachher Bescheid. Okay. Mach mal, form mal gleich große Bällchen draus, bitte. So. Ich muss kurz auf die andere Seite. Ich brauche eine größere Pfanne. So, James, was ist denn so dein Lieblingsmusiker? Hast du so ein Vorbild? Super schwer zu sagen, weil ich habe mich schon durch ganz viele Genres so über die Jahre bewegt, ohne unbedingt ein Lieblings zu haben. Okay. Wenn ich eine Lieblingsband nennen müsste,
egal welche Musikrichtung ich gerade aktuell vertieft bin, wäre es tatsächlich Rush. Der nichts mit irgendeiner Band von mir zu tun hat, musikalisch. Jetzt muss ich mir kurz auf die Sprünge helfen. Rush ist eine kanadische Prog-Rock-Band. Also die haben ganz viel geduddelt. Okay, okay. Progressive Rock, okay. Und die gelten eigentlich als die Großpapas von Progressive Rock und Metal. Aber sonst, was so fundiert ist, ja eher so in die bluesigere Richtung so. Ja, dann hast du nicht tief genug gegraben. Oh, oh, oh. Weil meine alte Bands waren eher Punk-Rock, Hardcore. Genau. 9 Jahre lang auch Country. Ja. Und meine ganzen Solo-Sachen sind eher so schnulzige Balladen. Ja. Weil ich draufstehe und gerne schnulzige Ballade singe. Okay. Alles Eigenkompositionen? Oder? Naja, also mein Solo-Programm, da habe ich ein paar eigene Sachen, aber ich singe einfach ganz viele Lieder, die ich einfach gern höre und gern singe. Ich habe ganz lang auch so rumgestänkert, so wegen Coverbands und bla bla. Aber ich bin irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, so Sachen wie Elvis, Madonna, die haben ihr Lieder auch nicht selber geschrieben. Und da meckert keiner. wenn ich irgendein Lied von jemand anders spiele, letztendlich ist es mir egal, wer es geschrieben hat, weil ich es einfach gern singe und gern höre. Ja, okay. Ja, und Leute damit glücklich machen, dem Ganzen ein bisschen deinen Stil aufzudrücken und die Leute an Musik teilhaben zu lassen. Ja, ich bin einfach froh drum, dass irgendjemand es hören will. Ja. Weil ich würde es trotzdem tun. Jo, die Leute quälen damit. Nee, aber ich finde die Sachen sehr schön. Nicht nur deswegen bist du hier, sondern weil ich einfach super interessant finde, deinen Lebensweg. Was wollte ich jetzt machen? Ach so. Und deine Zukunftsaussichten, so gibt es irgendeinen Masterplan noch, wo du sagst, das will ich noch irgendwie machen oder? Ja, ich bin echt gespannt. Also mein Plan für die Zukunft, nur leider teile ich diesen Plan mit ganz vielen Leuten. Lotto. Lotto? Da muss ich dir aber leider sagen, du kannst dir das Geld sparen. Denn ich werde heute auch noch tippen und also du kannst ja nächste Woche dann. Ja, aber ich muss dazu sagen, ich dachte immer, es wäre normal, dass man ständig so Geld auf den Gehweg findet. Meine Frau behauptet, ich hätte irgendwie schon eine extra Portion Glück bekommen. Ah, okay. Weil so auch Gewinnspiele und Kram bin ich relativ regelmäßig erfolgreich. Echt? Ja. Was hast du denn so gewonnen? Also es fing an schon mit, ich glaube, 11. Wir konnten unsere Babysitter nicht leisten. Ja. Und ich musste dann in den Sommerferien, was bei uns 3 Monate ging, ganztags zu Hause bleiben und auf meine Geschwister aufpassen. Das heißt, ich habe ganztags unglaublich viel Radio gehört. Ja. Und der lokale Radiosender hat mindestens einmal pro Stunde irgendwas verlost. Aha. Wenn du das und das hörst, sei der 17. Anrufer. Und das konnte ich gut. Super. Ja, über zwei Sommer habe ich um die 52 Schallplatte gewonnen, nee. 76 Band-T-Shirts und über 70 Konzertkarte. Okay. Mein allererstes Konzert. Ich hatte 12 Karte für Black Sabbath mit Blue Oyster Cult. Boah, geil. Und Mama hat gesagt, du bist zu jung, da darfst du nicht hin. Okay. Also du warst dann auch einer von denen, die nachher auf der schwarzen Liste gestanden haben beim Radio. Oh, der schon wieder. Nee, es war schon witzig, weil die DJs kannte meine Stimme schon. Ja. Aber es war für den zumindest ein bisschen einfacher, weil die haben es nicht geschickt. Meine Mutter hat mich jeden Freitag nach der Arbeit zum Radiosender gefahren, um meine Beute abzuholen. Ah, nicht im Ernst, oder? Ja, ja. Krass. Die haben in einer Woche haben sie 10-mal die neue, damals neue Tom Petty-Platte verlos, Damn the Torpedoes, und ich habe alle 10 gewonnen. Quatsch, oder? Cool. Da hatte ich immer super Geburtstagsgeschenke für die Freunde und Tauschgut. Meine erste Fußballschuhe waren gegen eine Who-Platte, die ich im Radio gewonnen habe. Sehr geil. Die Who habe ich auch schon live gesehen. Ist auch schon ein bisschen her. Ich wollte dich gerade was fragen, ich habe es vergessen. Hinter mir brutzelt es schon. Bist du, also kann ich dich ruhig an die Pfanne lassen oder gibt es da Verletzte? Also, braten kann ich normalerweise ganz gut.
Also wir müssen, es spritzt jetzt bestimmt, also pass auf dein Bart auf, wenn wir da reinmachen. Du musst die Flüssigkeit nicht rausziehen. Nee, das kriegen wir so schon hin. Ich habe die ja vorher schon ein bisschen abgedrückt, das ist jetzt nur ein bisschen Rest. Pass auf, ich zeig dir das einfach jetzt, wie man es macht. Hoffentlich geht das jetzt auch richtig gut so. So. Holst du einfach am besten noch mit einem zweiten Löffel. Der letzte. So, dass wir was haben für auf dem Burger drauf. So, formst das da so ein bisschen einfach nur zusammen. Relativ flach, das war schon zu viel eigentlich ein bisschen. So. Und große Burger machen. Ja, okay, das ist, nee, machen wir sowieso, stimmt. So, okay, deine Aufgabe besteht darin, aufzupassen, wenn es außenrum leicht bräunt, dann ist es bereit, ums umzudrehen. Ah! So, wie heißt auf Amerikanisch? Ein Spachtel. Ja. Der Pfannenwender. So. Meine Aufgabe. Auf wie viel sind wir denn? Ich finde, ich habe das super gemacht. Geil. Ist ja echt geil mit dem Ding hier. So. Aber selber schuld, wenn er immer Leute einlädt, die nicht kochen können. Ja, immer. Ja, bis jetzt haben die alle super gekocht. Also. Ja, gut. Muss ich sagen. Nicht. Ja. Einwandfrei. So, wie sieht's mit Konzerten aus so? Ja, gehe ich gerne hin. Ja, du, wann kann man dich irgendwo noch mal sehen oder ist das spontan? Wir sind am 13. November in Zweibrücken. Okay. Die vierte Blues Night, das sollte letztes Jahr im Mai sein und wurde immer wieder verschoben und jetzt machen wir es egal wie. Okay, super. Blues Night hört sich gut an. Das heißt, da kommen ganz viele Bands zusammen? Nee, es sind wir und Vorband. Okay, ach so, okay. Reicht ja doch, oder? Ja, ne? Würde ich auch sagen. Die Blues Night in Zweibrücken. Es gab doch mal hier auch sowas, wie hieß denn das, wo ganz viele Bands in Saarbrücken gespielt haben. Dann hat man so ein Bändchen gekriegt und irgendwie Monkey Jump oder sonst irgendwas so. Ah, ja, aber das ist quasi, es gibt ein Copyright oder Patent oder wie auch immer auf der Name. Ah. Deswegen heißen die jetzt alle anders, aber die gibt es ja überall. St. Wendel macht sogar, glaube ich, bald auch sowas. Okay. Ob das unbedingt schlau ist zur jetzigen Zeit, wieder was anderes. Sei dahingestellt. Weil aber das sind irgendwie 21 halt Clubs, wo du überall rein darfst mit einmal Eintritt. Okay, ja. Ja, da haben wir noch ein bisschen dran zu knabbern an allem, aber irgendwann ist nochmal alles wie früher. Ja, das machte uns auch ein bisschen Strich durch die Rechnung, so diese ganze Lockdown-Zeit, weil unsere Schlagzeugerin in Frankreich wohnt. Geht noch? Muss noch. Muss noch. So. Muss noch. Muss noch. Also, ich heize als mal den Ofen vor. Ich hab da schon mal was vorbereitet. Das haben wir Backpapier, weiß ich nicht. So, 180 Grad. Zeigt er irgendwas an? Macht er das jetzt so? Ich hoffe mal. Er zeigt gar nichts an. Heiß. So, also, das haben wir. Haben wir was vergessen? Jetzt machen wir noch das Fleisch, das kommt gleich. Wenn die gut sind, das sieht schon mal gut aus. Du machst das sehr schön. Ja, die müssen noch ein bisschen, die brauchen noch ein bisschen. Ja, ja, ist nur der Rand, wo braun ist. Ja, also dann hole ich einfach eine zweite Pfanne. Vorsicht. Ich gehe dir mal kurz an die Beine. Ah. So. Die schieben wir gleich in den Ofen und dann. Gibt's gleich Happa Happa. Nichts dagegen. Nichts dagegen, gell? So, Burger generell bei dir geht immer, oder? Ja, schon. Ja, schon. Aber ich bin mittlerweile verwöhnt, weil meine Tochter steht auf gute Burger. Okay. Wir haben ein Experiment gemacht, tatsächlich, während dieser ganzen Lockdown. Und ich bin mit ihr in der McDonald's gefahren. Oh. Das war das zweite Mal jetzt in 9 Jahren. Und sie hat gemeint, ja, man kann es essen, wenn es sein muss. Aber sie hatte ein paar so Lieblingslocations in der Innenstadt Saarbrücken, wo sie lieber geht. Sehr gut. Sind zwar ein bisschen teurer als McDonald's, aber es rentiert sich. Wie hat die Oma immer gesagt, Qualität hat ihren Preis.
Genau. Ne? Also. Oder machen wir hier Werbung für lokale Geschäfte? Das dürfen wir gern machen. Ne? Weil My Tochter liebt die Bürgerei. Servus, ja. Moritz. Ja, das ist wirklich, da gehe ich ja auch schon seit Jahren hin, aber ich finde auch, dass das Irish Pub sehr schöne, sehr gute Burger macht. Ja, ich mag aber die Burgerei lieber. Ich hol die beim Irish Pub, ist schon länger her mittlerweile. Ja. Aber ich mochte immer die Pommes, die dabei sind im Bötchen. Im Bötchen? Und jetzt am Anfang, als sie erst aufgemacht haben auf dem Markt, die Fish and Chips. Das war immer nur problematisch, weil sie nur eine Fritteuse hatte. Ach so, das ist problematisch. Ja, tagelang, dann schmeckt alles nach Fisch. Ja, das stimmt. Brauchst du eine Hilfe zum Umdrehen? Ah, nee, guck mal, super. Sieht gut aus, aber wir können ruhig noch ein bisschen... Ne? Ich bin ja Artist. Ach so, das ich kann ist, das. Stimmt. Du als Künstler... Ja, mit meiner Haarfarbe und Ansatz. ich war eigentlich prädestiniert, Clown zu sein. Die nötige Skills habe ich ja. Ja. Ich hätte gesagt, als Nikolaus würde so auch gut rüberkommen. Das bin ich sowieso jedes Jahr. Ja. Schon auch lang vor ich ein Kind hatte. Aber die Bart verpflichtet. Also pass auf, ne? Als ich den Nikolaus gemacht habe, haben mich entweder die Kinder danach erkannt an meinen Schuhen oder an meinem Ring am Finger. Aber bei dir... Ich glaube, gibt es da noch ein größeres Problem. Nee. Den Tipp habe ich mit den Schuhen schon bekommen. Okay. Schmuck, kein Thema. Die Ohren waren nicht sichtbar. Ah, okay. Wo ich aufpassen musste, ist ein Kind hat am Ärmelrand Tattoos gesehen. Aha. Und ich habe ihn später am gleichen Tag noch getroffen. Er hat gemeint, der hat aber nichts verraten, weil er wollte natürlich seine Süßigkeiten bekommen. Super! Das ist gut. Schlauer Junge. Ja, ne? Aber beim ersten Mal im Kindergarten von meiner Tochter war das total süß, weil 2-3 Stunden später ist die zu mir auf der Arbeit vorbeikommen, um mir davon zu erzählen. Ey, der Nikolaus war bei uns. Ah, die hat dich selbst gar nicht erkannt? Mein Kind hat mich nicht erkannt. Das ist Mission natürlich gelungen. Mission gelungen, genau. So. Ich suche einfach ein bisschen so, du mach da mal weiter. Ich suche einfach ein bisschen Backpapier. Ansonsten, Ansonsten muss viel geschrubbt werden. Bitte? Ansonsten muss nachher viel geschrubbt ja, werden. Ja, ach Gott, das ist alles machbar. Wir sind ja fast Profis im Improvisieren. Improvisieren. Wir haben früher Grilled Cheese, Toastbrot, alles Mögliche gemacht mit der Bügeleisen. Ich war ja beim Militär. Mit Bügeleisen? Mhm. Könnte ein neuer Trend werden, ne? Solltest du mal... online stellen und Anleitung geben, wie man so ordentlich sein Essen bügelt. Das hört sich natürlich gut an. So, ansonsten Skaterei. Bist du da noch aktiv? Also für mein Alter bin ich sehr aktiv. Ja. Aber immer weniger aktiv im Vergleich zu früher. Okay. Ich denke, es gibt ja auch Leute in meinem Alter, die das immer noch viel besser hinkriegen. Aber ich hatte über die Jahre so viele Verletzungen, dass mir zu viele Gelenke jetzt kaputt sind. Richtig schwer verletzt? 28 Mal Bruchverdacht, was mein Handgelenk anging. Okay. Dreimal war es auch. Ich habe ein Loch in der Kniescheibe, die Achillessehne fast komplett durchgeschnitten. Mehrfach Rippenbruch, ein paar Zehe gebrochen. Schädelbasisbruch war Fahrrad. Okay. Hey André, ja. Gib mir mal einen Teller für nachher. Oder so. Da so, mach das da drauf, genau. Dann können wir die anderen zwei noch reinmachen. Dann kriegen die Leute, die hier auch arbeiten, schwer auch noch, noch was. So, können wir schmeißen mal da noch was rein. Hast du sehr gut gemacht. Ne, beim nächsten Weihnachtsmarkt kannst du anfangen als
wie heißt's? Nikolaus? Nee hier, sag mal, ich habe heute Wortfindungsstörung. Reibekuchen oder Krumbeer-Kieselscher. Mann. Da ist aber ja, ich glaube, mein Backofen Bratkartoffeln würden dir gut gefallen. Ah, na super, jetzt komm schon mit zu. Ja, jetzt komme ich. Ja? Ah, okay. So immer wieder mit Entenschmalz eingepinselt. Er kann nicht kochen. Mit Entenschmalz. Ja, ich muss sagen, okay, also, ein paar Mal hatte ich fast den Eindruck, meine Frau wäre sauer, weil ich nie koche. Ja. Aber wenn ich tue, schmeckt. Okay, also nächstes Mal. Auch wenn ich keinen Plan habe. Rezept von dir. Ich habe keine Rezepte. Das ist immer so einfach aus der Lameng, wie der Saarländer und es sagt. Bis jetzt hat es immer einigermaßen funktioniert. Cool. So, jetzt haben wir alles fertig, bis auf die Burgerbrötchen, wo wir viel zu spät dran sind. Ich guck mal auf die Uhr. Oh, wir sind noch ganze 4 Minuten in der Zeit. Mach mal schneller. Genau. Zzz, vorspulen. Machen wir noch heißer. Nee, ich glaube, es geht ganz heißer. So, also ich würde sagen, Tomaten haben wir, Zwiebeln haben wir. Wir haben, ach, den Bacon haben wir noch gar nicht. Bacon Burger, oh yeah. Bacon ist gut, oder? Ja. Kann man essen, ne? Jetzt brauche ich nur... Hätten wir müssen den Bacon zuerst machen, dann hätten wir hier... Oh, das Fett gehabt von der Bacon mit den Kartoffeln. Sehr gut. Ja, jetzt klingt es fast, als könnte ich kochen. Ich werde immer fassungsloser, also wirklich. Ja. So, Fahrrad, Schädel, Basisbruch. Ja, da habe ich immer eine gute Ausrede, wenn ich ein bisschen komisch bin. Ich wollte gerade sagen, das ist ja erst vor kurzem passiert wahrscheinlich, ne? Ja, gerade ein paar Jährchen her, da war ich 13. Genau. Nee, ich habe schön Salto gemacht, ich und mein Fahrrad. Und wir sind beide auf Asphalt aufgekommen, auf meinem Hinterkopf. Ernsthaft, Salto gemacht oder was? Ja, also unfreiwillig. Ach so, ich wollte gerade sagen. Nee. Ich dachte jetzt schon hier so als alter Skater. Startanlage war nass, mir ist der Fuß vom Pedal abgerutscht. Pedal hat sich eingehackt und wir so richtig... Und es war wie in einem Film. Ich bin ja wach geworden und habe nur Ringgesichter so aus dem Augenwinkel gesehen, die alle auf mich runtergoogeln. Weil ich war ja komplett weg. Okay. Und höre nur, ey, vielleicht sollen wir Krankenwagen rufen. Ach, so, nee, mir geht's gut. Habe mich aus meinem Fahrrad so raus, weil ich hatte dort, mein linkes Bein ging durchs Vorderrad. Okay. Da ist auch ja noch ein Narb. Und Fahrrad auf die Schulter geschmissen, bin noch 1,5 Kilometer zu meiner Stiefschwester gelaufen. Okay. Mama angerufen, die soll bitte den Kombi mitbringen, mein Fahrrad ist kaputt. Ja, als erstes ans Fahrrad gedacht. Ja, ja. Ne? Und ja, als er ankam, saß ich auf dem Sofa schon und hab geschlafen und hatte eine riesen Beule auf dem Hinterkopf. Das war ihr nicht so koscher. Deswegen der Name. Beule. Nee, ich denke andersrum. Okay. Und wie immer so 2,5 Stunden Notaufnahme rumgehangen. In der Zwischenzeit hatte ich ein bisschen einen Eimer voll gemacht. Mhm. Beim Kochen will ich nicht zu ins Detail gehen. Und aus beide Ohren geblutet. Oh. Und die waren so blöde. Nach 6 Tagen Intensivstation komme ich auf ein Kinderzimmer mit Schädelbasisbruch. Und die lassen mir den Rollstuhl im Zimmer. Was mache ich mit 13? Gehe ich durch die Gänge und übst Wheelies. Immer am Limit. Leben am Limit. Ich fand's toll. Jeder hat gemeckert, Krankenhaus, so Aufenthalt wäre super langweilig. Ich hatte Bücher, Fernsehen. Ich habe 2x Heilbuttfilet gekriegt. Das haben wir zu Hause nicht bekommen, war zu teuer. Also deswegen bist du ins Krankenhaus dann, ne? Genau. Ja, wie lange warst du dann im Krankenhaus? 8 Tage. Ach so, okay, das ging ja dann noch. Ja. In Amerika noch, oder? Genau, okay. Sonst war ich immer nur ganz kurz zum Röntgen und Gipsen. Die kannte mich fast genauso gut wie die ganze DJs. Ach, der schon wieder. Welche Farbe Gips willst du haben? Ja. Was waren denn DJs? Ah ja, da wegen Zeuggewinne im Radio. Ach so, die, okay. Ich dachte jetzt schon. Ich habe auch so viel Schund gewonnen. Also einige Hauspflanzen, ein Plastikbesteck, 11 Kilo Eiscreme. Sehr gut. Häagen-Dazs. Echt? 11 Kilo Häagen-Dazs? Wer piepst hier? Oh, die Uhr piepst. So, ich mache da noch ein klein bisschen Öl dran. Gerne. Ich schmier die noch einmal so drüber. So.
Dann müssen wir einfach das Ganze unnötig rausschneiden. Dann kommen wir wieder auf die Zeit. Genau. So, wir machen eine kleine Pause. Und dann geht's gleich weiter. Da sind wir. Bis gleich. Eine Ewigkeit später. Dein skurrilstes Erlebnis on Tour? Witzigerweise war das, glaube ich, noch nicht mal mit mein Band on Tour. Okay. Ich hatte zwischendurch Zeit und war mit unserer Vorzeige saarländische Metalband unterwegs, Powerwolf. Oh, okay. Kennt man. Das war allerdings schon so lange her, dass wir mit einem kleinen Wohnmobil unterwegs waren. Ja. Als erste Vorband. Und die Hauptact hat uns vorgeworfen, wir hätten ihr Kiste mit Sandwiches geklaut. Nicht im Ernst, oder? Ja, ja. Und das war ja dann der Rest der Tour irgendwie der Running Gag. Ja, ja. Hey, meine Sandwiches. Ja, weil der Lokalveranstalter hatte im Rider, der war verpflichtet für den, eine Kiste Sandwiches zu machen für unterwegs. Okay. Und irgendwie war das nicht aufzufinden und die haben tatsächlich uns vorgeworfen, wir hätten ihr Sandwiches geklaut. Oh. Und habt ihr sie geklaut? Nö. Okay. Aber wir fanden es trotzdem super witzig und das war echt der Running Gag. Wir reden heute noch davon. Okay. Krass. Missgeschicke haben wir ja gerade so da, ne? Das hier verschwindet einfach die Sandwiches. Es gibt aber auch Sendungen, da verschwindet Geld oder man kann Geld gewinnen, aber gewinnt leider dann trotzdem keins. Wie komme ich da drauf? Ah, die kleine Anspielung. Ja, ich sollte vor 2 Monaten im deutschen Fernsehen zu sehen sein als Kandidat in einer Quiz-Sendung. Format scheinbar läuft gut in England, aber die deutsche Version wurde nicht so gut angekommen und es wurde eingestellt, eine Folge vor meine rauszukommen. Na toll. Also ich dachte eigentlich an hier Millionär und so. Witzigerweise, meine abgesagte Sendung wurde ersetzt durch irgendeine Parkour-Sendung mit Hunde. Also auf jeden Fall eine Qualitätssteigerung. Ja. Entweder dich oder Hunde. Genau. Das ist okay, ne? Wobei so Menschen machen und so, krieg ich auch noch hin. Aber ich muss sagen, bei der Sendung habe ich da, apropos Kochen, der Kollege Rolf Lichter, Servus, kennengelernt und sehr zu schätzen kennengelernt. Sehr zu schätzen. Zu schätzen gelernt. Gelehrt. Genau. Jo, danke. Ja, ich bin immer noch im tiefsten Herzen ein bisschen Außengeländer. Ein bisschen Außengeländer? Das ist okay. Das ist okay. Ja, warum? Was? Hast du mit dem ein bisschen kochen dort, oder? Nee, tatsächlich nicht. Ich war ja Kandidat. Er war in eine Promi- okay. Jury, ja. Wenn man das so sagen will. Und er hat mich direkt so super sympathisch zu sich rübergerufen, als Hut- und Bartträger, was er selber ist. Und war einfach super nett. Meine Frau hat den früher auch immer gern geguckt. Ja. Als er früher mit seinem bayerischen Kollege zusammen gekocht hat. Lichter und Lava. Genau. Ja. Ja, meine Frau hat ja jahrelang in München gewohnt. Ah. Und dann hat die Münchnerin und der Ami sich im Saarland kennengelernt. Witzigerweise haben wir uns kennengelernt, bevor sie nach München gezogen ist. Noch, die war, glaube ich, in der 11., 12. Klasse. Und ich, so kleiner Punkrock-Held. Und wir haben einmal auf eine Party rumgeknutscht. Und dann haben wir uns fast 13 Jahre lang nie wieder gesehen. Ah, nee. Jo. Also eine klassische Liebesgeschichte wie von Disney. Ja, also die Geschichte könnte man, glaube ich, schon verfilmen. Oh. Dann tauchte sie in meinem Stammcafé im Nauwieser Viertel auf. So Jahre später. Und ich habe sie dann ein bisschen aufgelauert, um zu fragen, ob sie mit mir ausgeht. Wie man guter das Mann, macht. Guter Mann, wie man das so macht. Ne? Sofort scheiß. Ich versuche hier uns mal noch ein paar Brötchen zu organisieren. Heiß. Ah. Ah.
wie man sieht, das mit den gleich großen, ne, lass doch das noch drin ein bisschen, das kann noch ein bisschen ziehen. Das mit den gleich großen Teilen hat sehr gut funktioniert. Ich kann. Ah ja. André. Die Kleine sind für dich. Ach so. Ich hab's verstanden. So. Also, ich gehe jetzt hin, mach das da mal aus. Du brauchst noch ein bisschen Power. So. Ja, ich habe meine gerade ein bisschen hochgedreht. Weil ich gehe jetzt hin und mache ein bisschen Cheddar-Käse drauf. Und dann feuer ich die. Du magst Käse? Ich mag Käse. Gut. Weil dann haue ich die einfach noch ein bisschen in den Kühlschrank, würde ich gerade sagen, in den Backofen rein. Gemacht. So. Die Kleinen sind ja für dich, haben wir gesagt. Ja. Und dass sie nachher gourmet aussehen, werden sie eingefroren und in kleine, genaue Quadrate geschnippelt. Genau. Dürfen nur nicht größer sein als 2 Zentimeter. Was ich heiß. So. Ah, so geht das. Super. Also ich bin ja, dein super Bacon ist mir sowas von fremd, der schrumpft nicht. Ah ja, das ist ja anständig geschnittener, ne? Der braucht halt ein bisschen, ne? Super, aber der. Der muss ja nicht ganz zerfallen, aber er soll ein bisschen knackig sein. Geh so. Mal kurz hier aus dem Bild raus. Hermann Frei. Hermann Frei. Guck mal. Dann kommen wir wieder reingeschlittert. Hallo erstmal. So, auf Wer wird Millionär bist du gar nicht eingegangen. Schwarzes Thema in der Geschichte. Wir haben alle gespannt am Fernseher gesessen und haben gedacht, endlich ein Millionär, den wir kennen, aber nichts da. Das ist witzig. Der allererste Kommentar damals danach beim Fernsehsender war, endlich mal ein Saarländer im Fernsehen, der nicht peinlich ist. Oh, okay. Ja gut, das stimmt. Ne? Weil du redest kein Saarländisch. Das ist wahrscheinlich und genau der Grund gewesen. Witzigerweise, ich glaube, das war ja so eine Anspielung auf Tatort. Und in der nächsten Tatort danach war ich auch. Mitgespielt. Und als was warst du beim Tatort? Ja, du hast dich vorher so The Dude genannt, aber da war ich tatsächlich geplant als sowas wie The Dude. Hm. Als der David Striso noch Kommissar war, hat er sowas wie ein rechter Hand Hilfskommissarin und ich war ja eher Mitbewohner. Mitbewohner? Ja, ich war geplant so als in der feste Ensemble. Ja. Und dann hatte David gekündigt. Ah. Und die haben uns alle ausgetauscht. Ah, nee. Weil der Plan war eigentlich in die übernächste Folge, dass sie ihn mitschleppt auf ein Konzert von ihr Mitbewohner. Ah, und das bist du, hättest ja Musik gemacht? Yep. Ah, verdammt. Wir haben aber auch auf die Abschlussparty, als der Dreharbeit fertig war, haben wir gespielt. Der Striso hat auch ein bisschen mitgejammt. Der kann ziemlich gut Gitarre. Okay. Also hat deine Filmkarriere noch Potenzial? Ja, solange, dass ich kein Hochdeutsch sprechen sollte. Ja, das kriegen wir ja auch nicht hin als Saarländer. Ich hatte Anfrage beim SWR, ja. Der sagt die Wahrheit. Ah ja. Und das Ding war, super. Ich sollte ein Ameisenzüchter aus Berlin sein. An die Ami-Akzent, die sind extra von Baden-Baden hier zu mir nach Saarbrücken gefahren für Testaufnahmen. Okay. Um die Produzenten zu sagen, hey. Ameisenzüchter. Ja, also Ant-Farmer. Ach so, okay. Und es ist nicht gescheitert an meinem Ami-Akzent, es ist daran gescheitert, dass ich eher ein saarländisches Dialekt habe als Berliner. Quatsch. Oh Mann, ey. Oh Mann. A Ant-Rancher. Ja. So, guck mal, den kann ich schon rausschmeißen, den da. Und die anderen, ja, super, sieht gut aus. Ich glaube, ja, wir können. Aber wenn die kurz raus sind, werden die auch anders. Ja, die werden ein bisschen hart. So, das kann man gleich anrichten. Wo richten wir an? Hier in der Mitte, bei dir. Komm, aber als ich letztendlich beim SWR war, war es eine sehr spannende Sendung. Ja. Kaffee oder Tee? Warst du bei Kaffee oder Tee? Ich war bei Kaffee oder Tee. Gruß geht raus an meine Eltern, die gucken das immer. Wollte ich gerade sagen, also ganz viel Omas kennen mittlerweile Honey Creek. Cool. Ja, es ist eine sehr erfolgreiche Sendung dort. Extrem erfolgreich.
Weil die zweite Entertainment-Highlight so hinter uns war selbst eingeschickte Bilder von Blumen. Oh, wie schön. Mhm. War sehr nett. Also. Ja, ich will es ja auch nicht irgendwie schlecht machen. Aber auf jeden Fall so andere Altersgruppe als Zielpublikum. Magst du dir selbst anrichten? Soll ich dir anrichten? Oder? Nee. Gut, dann fang ich mal an. Die Antwort war nee. Willst du selbst anrichten oder soll ich es machen? Nee. Und ein bisschen oben, dass nicht zu viel. Hast du mal probiert, ob es schmeckt oder so? Nee, ich vertraue dir. Okay, gut. Ich glaube, du kannst das. Wie ist denn dein Plan? Burger ganz unten oder die Kartoffel ganz unten? Ich mache die Kartoffel oben drauf. Okay. Also zuerst Burger, dann und du, Kartoffel, dann Salat. Also wenn ich das sehe, gehe ich davon aus, dass das so gut schmeckt. Ja, natürlich. Hallo? Ach, das ist halt so eine Cocktailsoße-Art, ne? Das sieht auch gut aus. Ich hab da mal was vorbereitet. So, einwandfrei. wo ist mein Griff? Ich suche meinen Griff. Ich habe meinen Griff verloren. Da ist er. Guck mal, sehr praktisch mit so Pfannen. Vielleicht möchte ja der Pfannenhersteller irgendwann mal namentlich genannt werden. Dann hätten wir nichts dagegen. Gegen eine kleine Kooperation. So, weil es sind nämlich tolle Pfannen. Ich packe dir einfach da eins drauf jetzt. Ne? Mach das. Mach das. So. Mm. Hier, das da. Ach so, warte mal. Wir können noch ein bisschen... Ich weiß nicht, wie du... wie durch du das haben möchtest. Ich lasse es noch kurz einmal eine Minute hier drauf stehen. Oder? Also ich esse es ja schon fast im Rohzustand, aber ich möchte das ja keinem zumuten. Käse geschmolzen ist gut, der Rest ist mir egal. Wir lassen es noch ein bisschen einmal kurz aufkochen. So. Also, wir haben gesagt, wer dich das nächste Mal sehen will, hat die Gelegenheit dazu im Zweibrücken der ACH-Halle. Ja. Am 13. November. Und ansonsten, wenn jemand das hier guckt, der da keine Zeit hat, wie kann man dich sonst? Man kann nachschauen bei honeycreek.de, bei mir auf Instagram oder Facebook. Bei Instagram bin ich Stickboyle. Stickboyle. Oder einfach in der Innenstadt Augen aufhalten. Ich bin leicht zu erkennen. Du bist nicht zu übersehen. Aber so Straßenmusik oder so machst du gar nicht, oder? Ein einziges Mal in meinem Leben tatsächlich. Das war dein Job, wo du da bekommen hast vom... Nee, das habe ich nicht dazu gezählt, okay. Weil das wurde besser bezahlt als okay. Straßenmusik. ich habe mit meinem Countryband haben wir immer am Staden geprobt, im Freien, so auf Parkbänke. Stimmt. Und irgendwann einen schönen Tag, dachten wir, ein bisschen Abwechslung. Und sind nach Luxemburg gefahren und haben dort einfach auf dem Markt gespielt. Natürlich, so effektiv wie die Luxemburger sind, kein einziges Lied fertig gespielt, kam schon die Polizei. Ah, nee. Echt? Ja, nee. Aber dann haben wir gemerkt, okay, es ist vielleicht ein bisschen anders als Deutschland, weil ich habe auf unsere Sache aufgepasst. Frank ist mit beiden netten Polizisten zum Revier gegangen und kam zurück mit der Genehmigung. Ah, geil. Okay. Und wir haben in so der Halbtag legere Musikmackerei zwei Stangen Zigarette und eine volle Tank Diesel zusammengespielt. Sehr gut. Also hat sich schon mal gelohnt, ne? Geprobt ja. Und noch ein bisschen was dabei verdient. Und ganz süß war eine ganze Horde 13-jährige Mädels, die uns so vom Ort zu Ort hinterhergelaufen sind. Und irgendwann haben sie gefragt, ob es okay wäre, wenn sie trotzdem noch zugucken. Sie haben ja kein Geld mehr. Die haben uns schon alles gibt. Ah nee, oder wie lieb. Ich fand das total süß. Absolut, absolut. Absolut. So, Mädels, ihr dürft auch ohne uns was zu geben. Ah ja, das ist Luxemburger. Sind ein bisschen anders gepolt. Ha? Da waren aber unglaublich viele Amerikaner. Ich glaube, wegen des ganzen Bankwesen. Hm. Und die wussten unsere Country-Musik, glaube ich, gut zu schätzen. Absolut, absolut. Ja, Country-Musik ist ja nicht unbedingt so das, was man sich so drunter vorstellt, für die Alten. Und es gibt ja auch richtig gute Country-Musik. Also. Ja, es gibt halt moderne Country-Musik, die ist dann eher so mit Schlager zu vergleichen. Ja. Jeder seins. Ja.
Aber es ist die ganze alte, traditionelle Country-Musik ist mir, wenn dann, auch lieber. Ja. Das oder wie wir gemacht haben, so was man alles aus Prince und Michael Jackson und Iron Maiden machen kann. Als Country. Als Country, als okay. Country. Und alle drei Künstler, ernannte Künstler haben wir auch schon, genannte Künstler haben wir auch schon gespielt. Als Country. Also das nächste Mal mit Mundharmonika hier. Wie heißt das auf Amerikanisch, Englisch? A harp. A harp, genau, richtig. Der Blues harp. Offiziell auch Harmonika, aber... Okay. Stimmt. Also demnächst dann mit kurzem Live-Auftritt, damit die Leute mal sehen, dass auch... Dann kriegst du die... So, also, jetzt aber. Was sagt der Meister? Jetzt aber. Ich habe jetzt etwas unkonventionell das Ganze einmal noch umgedreht. Mit Käse umgedreht. War im Ofen nicht lange genug, aber das ist halt jetzt der Special Burger. So. Einmal so. Und einmal. Oh. Ah. Heiß. Das lassen wir noch ein bisschen hier. So. Einmal der Saarländer so. Du ohne Kartoffel? Nee, doch. Nee, doch. Aber ich glaube, ich mache noch ein bisschen Soße. Ja. Pfeffer, Salz nach Belieben, falls du noch magst. Ansonsten. Ja. Wenn man Kartoffel hat. Wenn man Kartoffel hat, macht das Feuer ein bisschen in die Hand. Ich glaube, das ist besser. Sonst geht es mir manchmal in die Hose. Ja. So. Tomate. Wunderbar. So. Sieht gut aus, oder? Kann man so essen. Heiß. So, guck mal. Wo sind wir? Nee, warte mal. Hier. Ich sehe es auch hier. So. So sieht das aus. Meins rutscht. Schieb schnell drauf. Okay, also. Beiß mal rein. Sehr schön, dass du hier bist. Prost. So, wie geht das mit deinem Bart überhaupt? Ich kann das. Okay. Übung. Also, wie ist die Uhrzeit für nächste Woche? Ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Auch wenn du nicht kochen kannst, warst du mir eine große Hilfe. Ich kann ja auch nicht kochen. Ich habe einfach immer nur Hunger. Ich habe einfach den gleichen Job übernommen wie zu Hause. Okay. Während meine Frau kocht, quatsch ich. Okay. Einwandfrei. Also, wenn ihr Lust habt, ich schreibe euch einfach mal irgendwas unter das Video. Vielleicht könnt ihr es nutzen. Also, es schmeckt. Könnt euch in die Kommentare wünschen, was wir zwei als nächstes kochen? Ah ja, genau. Unser Silvester-Special mit ihm an der Gitarre. Und mir an der, wie hast du gesagt, an der was? The Blues Harp. Und ich an der Blues Harp. Oh Gott, das will gar keiner hören. Gut. Ich gebe dir so Kinderzylophone. Ich mache alle Plätscher ab, die man nicht braucht. Das ist okay. Krieg ich hin. Also, guten Appetit und bis bald. Ah. Mhm. Du alter Koch, deswegen hat man das hier. Genau, ah, stimmt ja. Ich merke einfach, ne, der Profi steht hier neben mir und ich denke mir die ganze Zeit, was hat der? Und der Nicht-Profi hat das Ding auf die heiße Herdplatte gelegt. Ja. Oh, es muss ein bisschen warm werden.